Um die Quadratzahl von 48 zu berechnen, kannst du einen Trick anwenden. Du kannst eine binomische Formel verwenden, um dir die Rechnung zu erleichtern. 48 zum Quadrat ist nämlich ganz schön schwer zu rechnen. Schreib dir das hier nochmal hin. 48 zum Quadrat, das ist ja gleich 48 mal 48. Das kann man schriftlich rechnen und kommt dann auch relativ zügig zum Ergebnis, aber es ist schon relativ mühsam. Und deswegen macht man folgenden Trick. Man nimmt einfach von der 48, geht man sozusagen auf die nächsthöhere runde Zahl, was die Zehnerstelle angeht, also von 48 auf 50 und rechnet dann einfach wieder minus 2 und rechnet das wieder mal 50 minus 2. Somit hat man hier ein Malzeichen in der Mitte und hier links und rechts jeweils dieselben Zahlen. Und deshalb ergibt sich hieraus eine binomische Formel. Jetzt hat man hier also 50 minus 2 mal 50 minus 2. Und deshalb, weil hier ein Minus dazwischen steht, ist das die zweite binomische Formel. Ich schreibe die nochmal ab. 50 minus 2 mal 50 minus 2. So. Die zweite binomische Formel. A, unser A ist hier die 50 und unser B ist hier die 2. Somit ergibt sich jetzt hier A zum Quadrat, also 50 zum Quadrat, minus 2AB, also minus 2 mal 50 mal 2, plus B zum Quadrat ist dann 2 hoch 2. So. Das kann man jetzt nämlich relativ gut ausrechnen, weil die 50 zum Quadrat lässt sich gut berechnen. 5 mal 5 ist nämlich 25 und dann hängt man einfach noch zwei Nullen hinten dran, dann hat man diese Aufgabe hier schon gelöst. Und der Rest ist überhaupt nicht wild. 2 mal 50 sind 100 und 100 mal 2 sind 200 plus 2 hoch 2 sind 4. So, jetzt rechnest du das alles hier noch zusammen. Sind also 2500 minus 200 sind 2300 plus 4 sind 2304. Du siehst, eine relativ krumme Zahl, aber wir sind relativ schnell auf sie gekommen mit diesem Trick mit den binomischen Formeln. Und daher kann ich dir auch nur empfehlen, stell einfach irgendwie das Video jetzt mal auf Pause und probier das einfach selber mal. Und wenn du fertig bist, dann drückst du wieder auf Play und dann kannst du dir angucken, ob du genau dasselbe hast wie ich. So, ich komme jetzt aber auf jeden Fall hier zu der Lösung. Und bei der B können wir ja hinschreiben, 27, ja, die 27 sozusagen hochgestuft auf 30, auf die nächsthöhere Zehnerzahl, das ist 30, minus 3 mal 30 minus 3. Das ist ja auch jeweils 27 und wir wollen ja hier sozusagen die Quadratzahlen von 27 haben, also 27 hoch 2 ist 27 mal 27. Oder eben 30 minus 3 mal 30 minus 3. Auch hier haben wir jetzt wieder die zweite binomische Formel und das ist wieder halt dieser super Trick, den wir anwenden können. Also 30 zum Quadrat, ich spare mir das jetzt hier mal mit diesem A und B und so weiter. 30 zum Quadrat minus 2 mal 30 mal 3 und dann plus 3 zum Quadrat. Jo, und das können wir jetzt auch wieder gut ausrechnen, denn die 30 zum Quadrat ist ja einfach nur 30 hoch 2 sind 30 mal 30, also 3 mal 3 sind 9 und dann wieder einfach zwei Nullen hinten dran gehängt, da bin ich bei 900 minus 2 mal 30 oder naja, kann man sich das Leben einfacher machen, 2 mal 3 sind 6 und 6 mal 30 sind 180 und dann noch plus 3 hoch 2 sind 9. Also insgesamt 900 minus 180 plus 9 sind also 800, 720, 729. So, also auch hier das Ergebnis. Ich weiß nicht, es ist Geschmackssache. Ich mache das mit meinen Schülern auch immer und manche sagen, ey, das ist ja, lohnt sich ja total und das ist irgendwie total gut, der Trick. Und manche sagen, nee, rechne ich lieber schriftlich irgendwie untereinander, kann ich schneller mit. Naja. Okay, 39, da können wir jetzt auch wieder 40 minus 1 mal 40 minus 1. Wie gesagt, probier es einfach mal selber. Das ist eine super Aufgabe, um es einfach mal selber zu probieren. Hier haben wir 40 zum Quadrat minus 2 mal 40 mal 1. Könnte man sich auch sparen. Ich mache es einfach hier nochmal dazu mit der mal 1. Plus und dann 1 zum Quadrat. 4 mal 4 sind 16 und 2 Nullen hinten dran ist also das Ergebnis von 40 zum Quadrat. Minus 2 mal 40 sind 80. Und hinten noch plus 1. Ist also gleich 1521. Ich hoffe, du siehst, wie schnell das geht, schriftlich untereinander. Ich glaube, da braucht man länger. Aber ist wie gesagt Geschmackssache und der ein oder andere braucht vielleicht da nicht länger. Ich glaube aber, dass es so auf jeden Fall immer schneller geht.
Naja, hier wieder 60 minus 7, nee, Quatsch, minus 3 natürlich, wir auf 57 kommen. 60 minus 3 mal 60 minus 3. Ja, ist jetzt ja, ich sag mal, die Übung war jetzt ja da. Ich glaube, du hast es auch schon soweit verstanden. Da hat man jetzt hier 60 zum Quadrat minus 2 mal 60 mal 3 plus 3 zum Quadrat. Ist also gleich 60 zum Quadrat, 6 mal 6 sind 36 und 2 Nullen hinten dran, 3600, minus 2 mal 60, beziehungsweise hier wieder 2 mal 3 sind 6, 6 mal 60 sind 360, plus 9. So, da müsste rauskommen 3249. Ich hoffe, du hast dieselben Ergebnisse, wenn du die jetzt mit deinen vergleichst. Und ich hoffe, du siehst auch den Trick, den man hier anwenden kann, wenn man die Quadratzahlen von ja, großen Zahlen wie 48 und 39 ermitteln möchte. Bei dem dritten, da sind es generell nur zwei Elemente, also es kann, wenn überhaupt, nur die dritte binomische Formel sein. Habe ich jetzt hier auch ganz gut mal so aufgelistet. So, und jetzt gehen wir mal in die erste binomische Formel. Du musst dir jetzt vorstellen, was ist die Quadratwurzel? Na, das ist hier mein a-Quadrat und das hier ist mein b-Quadrat. In der Mitte ist noch 2ab, aber es interessiert uns.